Willkommen zum 14. Part von SteamWorld Quest. Ja, heute geht es in Kapitel 14. Traue niemals einem Droiden. Beim letzten Mal haben wir die Arena bewältigt. Es waren drei Kämpfe hintereinander. Und der Arena, der Kolosseumleiter hat uns verraten, dass Bob im Besitz des Motorikons ist. Oder wie auch immer das hieß. Und jetzt finden wir halt heraus, was mit ihm los ist. Diesen Betrüger. Kurz nachdem ich den Part beendet hatte gestern, habe ich das hier übrigens freigeschaltet. Das Kolosseum der Verdammten. Also da, wo wir gestern gekämpft haben, kann man jetzt Challenges machen. Ich kann es euch mal eben zeigen. Ich werde das jetzt nicht machen, aber ich zeige es euch einfach mal kurz. Zurück, um Öl zu vergießen. Die Anziehungskraft der Arena ist unwiderstehlich, nicht wahr? Sehen wir mal, wen ihr euch heute anlegt. Mit niemandem, aber ich kann es euch einfach mal zeigen. Also es gibt hier zum Beispiel jetzt den ersten Wettkampf mit diesen Stufen. Muss man 5 Runden gewinnen. Hintereinander. Und mit diesem Level. Und guck mal hin, was für Stufen hier vorausgesetzt werden. 2, 3, 4. Achtet mal auf das Level. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es gibt 10 Arenen. Und jede davon halt vom Level höher. Und wenn ich das richtig sehe, ist das Maxi, ist die Champion-Runde einfach Stufe 54. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich das alles mache. Ich werde es versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich Stufe 54 während des Story-Durchlaufes erreiche. Muss ich gucken. Wir schauen vielleicht mal rein. Also die erste Arena oder so werde ich bestimmt machen. Oder die erste, oder die zweite vielleicht auch noch. Aber ob ich alle mache, das lasse ich noch offen. Aber egal, das wollte ich einfach nur kurz gezeigt haben. Und jetzt geht's weiter, weil ich habe im letzten Mal versprochen, dass es spannend wird, dass wir unbedingt die Story weiterspielen. Deswegen kommt jetzt Kapitel 14. Traue niemals einem Druiden. Chapter 14. Never trust a Druid. Wo ist dieser Übeltäter? Vielleicht hat er geahnt, dass wir hinter ihm her sind. Sieht aus, als sei er in die Katakomben geflohen. Ein passender Ort für eine Ratte. Warum fühlt es sich nur so an, als ob wir direkt in die nächste Falle steigen? Den Spuren der Ratte folgend hielten sich die Helden in den Schatten, um unentdeckt zu bleiben. Aha. Boah, ich glaube, das Kapitel wird länger. Wenn ich mich richtig erinnere. Und viele Schätze dieses Mal wieder. Aber, ja, beim letzten Mal war es ja sehr kurz. Deswegen passt es ja eigentlich, dass wir jetzt ein bisschen länger haben. Oh Gott, ich erinnere mich an dieses Kapitel. Oh nein. Oh nein. Mal schauen. Medusa. Mal gucken, wie lange es dauert. Aber ich befürchte, dass es lange ist. Muss das sein? Hat da irgendwer von euch eine Eisschwäche? Nee, Feuer. Naga heißen die. Nee, Eisschwäche schon mal nicht. Aber der hat eine Feuerschwäche, ne? Ja, also leichte Feuerschwäche. Hau mal noch das hier rein und du kriegst eine Faust ab. Mist. Feuer, genau. Blitz. Mhm. Nice. Natürlich gönnt das Spiel mal wieder nicht. Wäre ja auch zu schön, ne? Wenn du einfach mal Glück hast. Nein.
Natürlich nicht. Danke. Take that. Also stellt euch schon mal darauf ein, dass dieser Part etwas länger wird. Sag's nur im Voraus, bevor einer dann wieder... Bevor man sich dann wieder wundert, ne? Wenn ich überlege, dass ich 54 brauche für den höchsten Rang, Alter, in der Arena. Boah, ich bin echt gespannt, was für ein Level ich habe, wenn das Finale kommt. Als unsere Helden durch den verfluchten Untergrund warteten, stießen sie auf eine weitere versperrte Passage. Das ist gitterlich keine Hilfe. Dürfte ich die Behauptung unterbreiten, dass diese Runen womöglich genauso funktionieren könnten wie oben in der Stadt? Dann sollten wir unsere Augen offen halten. Ja, aber man muss sie wahrscheinlich so drehen, wie sie sein müssen, oder? Der muss mit der... Das M muss... Okay. Ja, der einzelne Strich muss links sein, der lange. Genau. So. Ich hoffe, das bleibt gespeichert. Aber so müsste es sein. Ja, und hier gehe ich mal stark von einem Stier aus, den man auch angucken kann. Also, alles andere wäre merkwürdig. Gucken wir mal weiter. Karten aufwerten wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich habe einfach keine Materialien. Ich weiß auch nicht, wie ich da gut rankommen soll. Ich weiß nicht. Irgendwie, es klappt einfach nicht. Ansporn. Heilt einen Verbündeten und entfernt alle negativen Effekte. Joa. Kaufen können wir es ja mal. Nehmen wir mal beide mit. Hey, das ist die Fee aus Ocarina of Time. Witzig. Verleiht einem Verbündeten Immunität gegen alle Effekte. Eisbrecher fügt einem Gegner Frostschaden zu. Jo, damit kann man zufrieden sein. Ich habe sie jetzt noch nicht ausgerüstet. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie ausrüsten werde, aber zumindest mal in petto haben. Ne? So, hier haben wir eine Truhe. Energiebooster. Da. Okay. Das will ich halt schon behalten, ne? Ich finde jetzt keine geeignete Verwendung dafür. Oh nein, ein Eisdruide. Und ich habe tatsächlich den Erstangriff verkackt. Na, großartig. Aber der hat da bestimmt eine Blitzschwäche, oder? Nein? Feuer. Doppelt. Elektro war im... War neutral, ne? Genau. Können wir jetzt zumindest ein bisschen Damage machen. Muss das echt sein? Wow. Wir haben ja schon richtig viel Schaden gemacht, Leute. Nee. Fast.
Dreifachvergiftung. Das ist ein Scherz, ne? Das ist ein Scherz. Was? Wie soll ich das überleben? Boah, okay. Genau deswegen. Die Oberwelt-Druiden waren nicht so schlimm, aber ich glaube... Ja, genau wegen denen habe ich das Trauma. Ich glaube, da bin ich auch mal gestorben. Warum, kann man, glaube ich, sehen. Die sind echt schlimm. Sehr gut, verfehlt. Eine Heilung wird notwendig sein und du kriegst einmal hier heißes Eisen. Oh nein! Ich glaube, das Problem bei der Fähigkeit ist, dass sie keine Heilung annimmt, ne? Oder sowas. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dann kann man sie nicht heilen. Ich hasse sowas. Es ist egal, wie viele Leben sie hat, solange dieser Trauereffekt gilt, kann man sie nicht heilen. Ach Mann, ey, kommt schon. Jetzt wird es aber echt ein bisschen eklig hier. Natürlich, machst du direkt nochmal. Und der auch noch. Halt deine Fresse. Ey, das ist doch unfair. Wie soll ich das machen? Was? Ich hab's zweimal auf Amelie? Hä? Ich hab doch Galeo ausge... Ach so, weil die ja diesen... Die haben ja die Ability. Ich vergaß. Und dafür braucht man Riechsalz. Scheiße. Das ist echt, das ist too much. Boah. Ich hasse diese Gegner. Ach, halt deine Fresse. Jetzt hatte ich 14 Leben und ich kann sie nicht heilen, weißt du? Immerhin eine Barriere, aber ja, Heilung bringt nichts. Das bringt gerade auch nichts, weil er ist schon auf Max Level. Also auf Max Leben. Pff, so lächerlich. Ja, machen wir trotzdem Schneesturm. Ich mag diese Dinger nicht. Nein! Fahr zur Hölle, du Arsch! Oh, ekelhaft! Ekelhaft! Ich kann das einfach nicht. So furchtbar. Gib mir mal eins davon, genau. Ich muss echt leveln. Oder mir was anderes überlegen, weil das geht so nicht. Ich kann gegen... Ich hab gegen die keine guten Mittel. Auch wieder zwei neue Gegner, ne? Also wir hatten schon mal so ein Gespenst, aber ich glaube nicht mit solchen Fackeln, also von diesem Gesicht her. Blitz ist neutral.
Aber Eis war immun, ne? Nee, Eis war doppelt, war starke Verteidigung. Erstmal hier Regeneration aktivieren, damit direkt von Anfang an so ein bisschen Heilung ist. Aua. 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 Verrückt. Ich habe mich übrigens dann geirrt. Ich dachte, als ich gesagt habe, dass das spannend wird, hatte ich echt gedacht, dass jetzt ein spannender, gruseliger Boss kommt. Aber der kommt erst später. Also, nein, noch nicht. Was? Was war das gerade für ein Move? Hat der mir ein Zahnrad geklaut? Was ist das für ein unfairer Brechen-Move? Ich verstehe das nicht. Boah. Also die Gegner hier sind schon arg asozial, ne? Ja, nee, ist klar. Das juckt nicht. Natürlich. Tod, endlich. Immerhin geben sie gute Erfahrungspunkte. Also wenn ich möchte, könnte ich noch ein bisschen offline farmen. Aber, ich glaube, das wird auch notwendig sein, wenn ich mir das so angucke. Ich hoffe jetzt mal, dass ich bis jetzt nichts verpasst habe. Ich gehe mal weiter. Oh, die Eismonster. Die Eismonster. Aber die haben natürlich jetzt auch eine Feuerschwäche. Logisch, ne? Ja, aber ich darf nicht physisch angreifen. Stimmt, da war ja was. Oh, das gilt nicht. Das gilt nicht als... Okay. Weil er den Gegner nicht direkt trifft, sondern mit dem Schwert so reinsticht, ne? Gut zu wissen. Dann machen wir das doch ein paar Mal. Komm. Und ein Inferno, ja. Geil. Tot. Mhm. So, jetzt. Da bin ich, von da komme ich, ne? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das krieg ich nicht hin. Habe ich die Befürchtung. Ich befürchte, dass der mich hops nimmt. Oder? Kriegen wir das vielleicht irgendwie gebacken? Wäre geil. Blenden auf den unteren. Feuer, ja. Nein, musst du das jetzt unbedingt noch machen? Fick dich. Ja, war ja klar. Das musste sein.
Boah, das ist so fies, ne? Ich komme mit diesen Typen nicht zurecht. Heißes Eisen und nochmal eine Heilung. Wie wäre es denn, wenn die Heilung mal verbessert wird beim Level Up? Wäre echt toll. Also die ist jetzt nicht furchtbar, aber so langsam erstmal wieder an der Zeit, glaube ich. Ja. Jetzt schon wieder. Das macht keinen Sinn. Heißes Eisen. Heißes Eisen. Und dann machen wir trotzdem überwältigen. Ja. Wir haben zwar natürlich Schaden genommen, aber der ist wenigstens dead. Und nein, ich habe keinen Mana-Upgrade bekommen. Das ist also keine Verbesserung der Heilung. Toll. Hört das denn hier nie auf? Das wird ja immer schlimmer. Okay. Wir müssen uns merken, das mit dem Quadrat, das Y muss normal aussehen, also nach oben ausgerichtet. Hier haben wir einen Schatz. Überspannung fügt einem Gegner 320 bis 960% Sturmschaden zu, aber belegte Copernica dafür 3 Runden lang mit Paralyse. Boah. Das ist ja fast schon eine Mega-Evolution von Pikachu. What the hell? The Duck, bist du's? 10.000 Leben? Was? Roll, ey. Oh nein, das ist der schlimmste Gegner des Spiels. Alter, scheiße. Ich muss gehen. Bitte lass mich flüchten. Bitte. Ich weiß, dass der viel EP gibt, aber der haut auch übel rein. Kommt der immer hier? Ja. Muss ich den killen? Wenn ja, dann bin ich hier Game Over. Also dann kriege ich, also für die 100% meine ich. Ich schau mal. Aber die Musik sagt ja schon quasi, das hier ist ein Boss. Auf alles hat er eine Abwehr. Leck mich doch. Boah. Der hat nichts an Schwächen und alles ist Abwehr. Watscheln. Was heißt das? Rollen? Was zum Teufel macht der? Ich hab Angst. Ich hab große Angst gerade. Ah! 1000? Was ist das für eine Angriffsstärke? Leute, ich habe Angst. Große Angst. Okay, Amelie hat aber sehr wenig Leben. Dann ballert der Angriff. 666, jawohl. Watscheln. Oh, er bereitet ihn davor. Komm, den kriegen wir hin. Mana-Barriere, damit er vielleicht noch irgendwie überlebt, auch wenn ich nicht dran glaube. Und hier noch mehr Barrieren. Let's go. Rollen.
Und Gift. Hälfte haben wir. 1000. Kleine Heilung. Und physischer Boost. Ich hoffe, man kriegt dafür was Ordentliches. Oh, der will direkt wieder angreifen. Blenden. Heißes Eisen. Heilen kann ich ihn nicht. Und hier trotzdem mal das aktivieren. Vielleicht haut er ja daneben, auch wenn ich nicht dran glaube. Nein, und Amelie ist tot. Fuck. Aber den kriegen wir hin. Denke ich. Oder? Moment, der hat jetzt immer Verzweiflungsangriff 1000. Was? Leute, wir müssen uns beeilen. Ganz schnell beeilen. Der macht keine Späße. Ja. Ah, nee. Okay, er macht nicht immer denselben. Okay. Ich hatte jetzt schon die Angst, dass er jetzt wirklich jedes Mal das bringt. Aber nein. Regeneration. 2000 noch. Warteln, er muss wieder aufladen. Okay. Heißes Eisen. 2000 noch. Okay, jetzt. 1. Gift noch. Und einmal ordentlich drauf hauen, bitte. Jawohl. Und tot. Büchse der Pandora? Was ist das? Was ist das? What the hell? Verleiht eine Chance von 12%, einen zufälligen Statuseffekt auszulösen, wann immer der Besitzer Schaden verursacht. What? Auch zum Nachteil für mich oder nur Bonus? Wahrscheinlich auch Nachteile, ne? In diesem Ausrüstungsplatz kannst du Nee, das steht da nicht. Boah, ich bin so verwirrt. Ich habe jetzt aber irgendwie was anderes erwartet. Hm. Aber hey, GG, oder? Wir haben es geschafft. Auch wenn ich nicht damit gerechnet habe. So, das Y musst du nach oben, ne? Richtig. Lass mal eben kurz hochgehen und das aktivieren. Gegner sind ja zum Glück noch alle tot. Wenigstens wird das gespeichert. Und jetzt muss ich, wenn ich zumindest vorhin richtig geraten habe, nur drehen und ich krieg die Lösung. Ja. Der Stier war logisch, dass der Kopf, dass er so sein muss. Okay, geöffnet haben wir es schon mal, aber wir machen es natürlich noch nicht. Wir haben ja noch ein paar Schätze wahrscheinlich auf dem Weg. Und ich befürchte auch, dass ich heute was verpassen werde. Einfach weil ich auch ein bisschen überfordert bin mit den Gegnern und die einfach zu schwer sind. Bisschen Gold, nice. Mhm. Ich habe schon gesehen, da vorne wartet wieder einer meiner Lieblingsfreunde auf mich. Hype.
Er hatte jetzt physische Abwehr stark, ja, aber Blitz war neutral, okay. Ja, wir müssen uns wieder rantrauen. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass ich die Ente tatsächlich hinkriege. Muss das direkt zum Anfang sein? Ich habe mich gerade erst geheilt. Spast. Aber hey, ich habe dich gekillt. The Duck. Oder The Goat. Oder Schattenjäger. Wie auch immer du heißt. Heißen möchtest. Irgendwie haben diese Indie-Games einen Fetisch für Enten. Ich meine, bei Cat Quest 3 geht es ja auch um die Ente des Todes, wenn das Video schon geguckt hat. Wer es noch nicht geguckt hat, Empfehlung geht raus. Ich habe ja eine Premiere am letzten Mittwoch gemacht, am 1. Mai. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das noch zu gucken. Warte mal. Nee, der Droide muss sterben. Das ist das Wichtigste. So schnell wie möglich. Und vor allem hat er auch eine Schwäche dafür. Klar, der Eismonster auch, aber der Droide kann viel schlimmere Angriffe als der hier. Als das Eismonster. Wir können aber Gift auf das hier klatschen. Und dann so angreifen. Genau, dann. Weil der wird ja nicht geheilt. Doch, der wird geheilt. Ah, scheiße. Aber er nimmt trotzdem Schaden, stetig. Genau. Heißes Eisen. Und du bist tot, denke ich. Jo. Jetzt gleich wird er nicht mehr geheilt, sobald die Wirkung nachlässt. Das gucken wir mal, wie viel Schaden das macht. Aber einiges müsste es sein, ja. Tot. Nice. Okay. Wieder zwei Wege. Und eine Medusa. Danach Level. Oh, Droide und zwei Medusa. Ich krieg Kopfschmerzen. Gift und Blenden. Damit er bloß nicht trifft. Natürlich trifft er trotzdem. Ah, okay. Einmal ist Gift daneben. Na, immerhin. Feuer, Faust, Halt, Angriffsbuff, Feuer, Faust. Verfehlt. Natürlich macht er eine Heilung. Ich wollte schon das Wort mit W sagen. W-I, aber ich habe es gelassen. Oh Gott, Alter, ich merke das jetzt, dass ich fast tot bin. Ey, ich finde das einfach auch ein bisschen OP, ne? Ja, sicher, weißt du? Was soll ich jetzt machen? Ja, moin. Ich muss ganz weit los gerade, Leute. Drei Wiederbelebungen haben wir jetzt schon gebraucht in diesem Kapitel. Drei Wiederbelebungen. Mir fällt dazu echt gar nichts mehr ein. Ich komme mit diesen mit den Magiern oder den Druiden einfach nicht zurecht. Furchtbare Gegner. Wirklich, es gibt keine noch schlimmeren Gegner in dem Spiel, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ich hatte mit denen schon immer Probleme und es wird auch immer so bleiben. Ich kann einfach nicht mit denen umgehen. Vielleicht sind da die anderen beiden Charaktere besser für geeignet, dass ich deswegen Probleme habe, weil ich ja mich auf die hier festlege. Aber ich weiß es nicht. Immerhin können sie sich jetzt nicht mehr heilen.
Mhm. Ja. Eine Barriere. Kilovolt. Und Feuer-Debuff. Kritisch, sehr schön. Blenden. Weil, nee, das, dadurch kriege ich kein Zahnrad, ne? Ja, komm. Ist doch egal, die ist jetzt tot. Und wir kriegen ein Level up. Oder haben wir schon bekommen? Ne, ne, kriegen wir jetzt 33 und immer noch kein Magieangriff. Upgrade für Galeo, ist das euer Ernst? Gerade? Ich muss einfach nur ganz weit los. Ich krieg einfach kein Heilungs-Upgrade mehr. Kein Heilungs-Upgrade mehr. Ich hab doch noch Okay, es ist der normale Druide. Der ist zwar auch nervig, aber nicht so schlimm wie der Eisdruide. Hat er trotzdem Feuerschwäche? Ja, ne? Einfache, aber nur. Mhm. Aber soweit ich weiß, kann der zumindest nicht diese Trauer auslösen, also dass man nicht geheilt werden kann. Das geht, glaube ich, nicht bei ihm. Was ich sehr befürworte. Er kann nur zuschlagen mit der Dornenpeitsche, aber es hat keinen Effekt. Wüsste ich zumindest nicht, dass es was einen hat bei ihm. Killen. Und eine Eiswelle. Und er kann auch nur Gift auf einen einsetzen. Auch ein Unterschied. Ein großer Unterschied. Vergiften, ja. Nee. Druide tot. Gift auf Eismonster. Gift auf Naga. Und Attack Boost. Physisch. Gewitter. Feuer und Gruppenheilung. Wobei, nee, brauche ich. Machen wir lieber das. Genau. Und das sollte es gewesen sein für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. (lacht) 2600, Alter! Und hier ist also der Beweis für das andere Zeichen, okay. Aber links war auch noch ein Raum. Boah, ich habe so safe irgendwas verpasst, oder? Ich habe so Magenschmerzen deswegen gerade. Habe ich nicht wirklich, aber ich habe echt die Sorge. Bevor ich das hier jetzt aktiviere, weil da werden ja alle Gegner wiederbelebt, gucke ich mich nochmal einmal ganz kurz im ganzen Bereich um. Ob hier irgendwo Geheimgänge sind. Ich denke nicht. Ich weiß es nicht, aber... Weil wenn ich die Gegner gleich wiederbelebe, klar, ich kann mich heilen, aber...
Dann sind die Gegner alle wieder da, weißt du, und dann ist es sehr umständlich, sich hier umzugucken. Hier ist nichts. Einfach mal ganz kurz durchgucken. Weil grundsätzlich brauche ich auch gar nicht diese Teleportation. Nee. Oder soll ich? Dann kann ich noch ein paar Gegner bekämpfen und noch leveln. Weil ich habe ja schon arge Probleme, wie man gemerkt hat. Ich weiß es nicht. Nee, hier ist nichts. Ich bete jetzt einfach mal, dass wir alles haben. Wenn ich was verpasst habe, hole ich es halt offline nach. Dann ist es halt so. Moment mal. Lol. Was? Ach, hier ist der Stier, ne? Ich hab den total vergessen, Alter. Ich hab den ja so automatisch beantwortet, ohne dass ich das nachgeguckt hab. Ja, moin. Gut, dass ich mich nochmal umgeguckt hab, Leute. Oh, boy. Oh nein, da ist schon wieder die. Ich habe schon wieder dieses Herzproblem bei in beiden. Nein. Oh, es könnte bei beiden schief gehen, dann machen wir es lieber hier. Oh Mann. Ich habe die Sorge, dass ich jetzt hier tatsächlich sogar sterbe, weil ich habe keine Highlights und ich habe gerade nichts eingekauft. Oh ja, das sieht nicht gut aus. Gar nicht gut sieht das aus. Okay, einer ist tot, sehr gut. Ich bald aber auch. Armini Heilung. Ach du Scheiße. Ich brauche, glaube ich, gleich doch die Säule. Nee, ich glaube, ich muss tatsächlich einmal mich heilen. Ich krieg das nicht hin so. Oh, die sind schon beide tot. Sehr schön. Als ob das jetzt so knapp nicht reicht. Muss das sein? Pforte des Todes juckt. Es gab halt bis jetzt keine krass versteckten Secrets, ne? Das ist das, warum ich solche Sorgen habe. Nein. Ne. Nicht mit mir. Muss das jetzt echt noch sein? Du blöder Druiden-Spast. Ah, und hier ist der Stier. War da jetzt... Warte mal, ich kann mal eben reingucken. War da jetzt ein Schatz? Muss ich den Raum machen? Ich sehe keinen Schatz. Okay. Dann, ja. Flucht und skippen. Lass das mal lieber sein. Haben wir jetzt alles? Wir haben jedes Zeichen einmal gesehen. Moment, wo geht's überhaupt runter? Moment. Achso, stimmt. Hier rauf. Apropos, ich habe da bestimmt ein bisschen Geld verdient jetzt, oder? Komm. Ich brauche ein paar Heil-Items. Ja, 7600. Okay, let's go. Entschrottungskits. Nicht so viele. Hä, warum kann man denn nur 6? Warum kann man nicht...
Ja, okay. 5 Stück. Vollständige Heilungen. Achso, mehr hat sie nicht im Petto. Von den vollständigen Heilungen. Ja gut, und hier nehmen wir dann auch mal 10. Ich habe dann zwar alles ausgegeben für Heilungen, aber ich muss mich einfach vorbereiten. Ich merke einfach, dass dieses Kapitel richtig auf die Drüse drückt und ich kann nicht mehr. Machen wir hier einen Schlussstrich, denke ich. Ich glaube, wir haben alles. Wenn was fehlt, dann, ja, ist es einfach so. Und leveln kann ich auch noch offline. Na? Ja. Beten wir an den Gott von SteamWorld Quest. Oder den RPG-Gott. An wen auch immer. Dass wir alles haben und gehen rein. Vielleicht vorher heilen. Was wenn da war, was hätte ich jetzt gemacht, wenn da ein Boss gekommen wäre? Alter. Junge, was hätte ich getan, wenn da jetzt ein Boss ist? Ich wäre so am Arsch gewesen. Kommt da jetzt ein Boss? Lebensfluch? Oh, bitte sag mir, dass ich alles habe. Bitte, 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 bitte. Ich bete. Oh, da kommt doch jetzt safe was, oder? Hä, wieso? Wieso endet das nicht? Diese Hand kenne ich doch. Jupp, das ist definitiv die Hand vom alten Höker Jim. Nach all den Taschendieb-Lektionen würde ich sie unter Tausenden erkennen. Das ist echt widerlich. Und wenn das so weitergeht, sind die Druiden bald die einzigen Bewohner, die noch übrig sind. Ich krieg ständig Karten von ihr, Mann. Ich benutze sie nicht. Gib mir von den anderen mal ein paar Karten. Oder kommt der Boss jetzt doch, den ich im Kopf hab? Oh nein. Nein. Sag jetzt nicht, der kommt jetzt. Bitte nicht. Oder? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Er kommt. Glaube ich. Oder? Nee, das ist ein eigenes Kapitel, glaube ich. Weil der auch echt nicht einfach ist, der Fight, und auch lange dauert. Ich glaube, wir haben soeben Bobs Teilelager gefunden. All das für Mondsaft, die geht. Nach dieser grauenhaften Erfahrung waren unsere Helden bestärkt in ihrem Vorhaben, den Erzdruiden zur Rechenschaft zu ziehen. Gleißendes Licht entfernt die negativen Effekte aller betroffenen Verbündeten, attackiert einen Gegner einmal für jeden entfernten Effekt und verursacht mit jedem Treffer 80% physischen Schaden. Okay, geil. Wenn man vollkommen überladen ist mit negativen Effekten, bringt das natürlich einiges. Hier ist nichts gut. Oder kommt das doch noch? Ne, hoffentlich nicht. Also dann. Ich wusste, dass ich was verpasst habe. Fuck! Ja. Okay, dann muss ich das nachholen. Ist dann halt so. Was soll man machen? Ist einfach zu viel für gewesen für heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und das nächste Kapitel brennt. Da brennt es ordentlich. Das kann ich euch sagen. Das, was ich beim letzten Mal versprochen hatte, meine ich jetzt ernst. Jetzt weiß ich, dass es jetzt kommt. Verpasst es auf gar keinen Fall. Es wird echt unterhaltsam. Und man sieht sich bei Kapitel 15 von SteamWorld Quest. Bis zum nächsten Mal und ciao.